Herr Krümmer, Sie haben etwas gemacht, was sehr ungewöhnlich ist und was ganz große Aufmerksamkeit erregt hat. Sie haben etwas von sich preisgegeben, was die meisten Menschen nicht so gerne preisgeben. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Jahrzehnte währenden Depressionen. Davor haben Sie es in einer Sendung geoutet, zusammen mit einem anderen Komiker. Sie haben unfassbar viele Reaktionen bekommen, seitdem Sie das getan haben. Welche war die Sie am meisten selber auch überrascht hat? Also mich hat von vornherein überrascht, dass alle fast immer das Gleiche geschrieben haben. Dass sie gesagt haben, Mensch, jetzt wo du das gesagt hast, ich hab das ja auch. Oder ich geh jetzt mal zum Arzt, ich lass das mal checken oder so. Also dass das eine Sache ist, mit der jeder zu tun hat. Also du musst jetzt nicht depressiv sein, aber du kennst zumindest jemand, der das schon mal hatte oder der das gerade hat. Der Mann, die Frau, das Kind. Jeder weiß, was eine Depression ist. Also nicht, was das mit dir macht, aber jeder hat es schon mal gehört. Kennt das Wort, aber ich glaube, bei der Beschreibung dessen, was eine Depression ist, darüber würde ich gerne mit Ihnen reden, weil es gibt wahrscheinlich sehr unterschiedliche Schattierungen. Aber mich würde erst mal interessieren, ob es Sie das Überwindung gekostet hat, das aufzuschreiben. Also ich habe es ja, als ich mit Streter in meiner Sendung Schill Krümmer war. Das war der andere. Das war das eigentliche Outing, so das erste. Das war im Oktober vor einem Jahr, ne? Ja. Und die Sendung ist 30 Minuten. Ich habe es mir dann nochmal, das war die erste Sendung, die ich mir mal angeguckt habe nochmal und mir angeguckt habe, was ich da mache. Und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen rumgedruckst habe. Also ich glaube, auf das Thema zu sprechen kamen wir so nach 10 Minuten oder so. War das geplant, darüber zu sprechen? Ja. Mhm. Also es war geplant, war auch geplant, dass ich Thorsten Streter einlade. Ich habe ihn jetzt nicht involviert. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich rede jetzt mit dir über Depressionen 20 Minuten oder 30 Minuten. Aber ich wusste, dass er auch öffentlich darüber schon gesprochen hat. Also dass es kein Zwangsouting für ihn jetzt gewesen wäre, wenn ich gesagt habe, du hast das ja auch gehabt. Mhm. Da ist ja, für jemanden, der uns jetzt zuschaut, erstmal ein Kontrast. Jemand, der von Beruf Komiker ist und Jahre, Jahrzehnte an dieser Krankheit leidet und erstmal auch lange gebraucht hat, um zu kapieren, dass er diese Krankheit überhaupt hat. Was haben Sie denn gedacht, was das ist? Also du unterscheidest ja zwischen einer leichten, mittleren und schweren Depression. Bei einer leichten Depression, wenn du die hast, wenn du die Diagnose bekommst, reicht einmal in der Woche eine Therapie zu machen. Bei einer mittleren machst du einmal die Woche eine Stunde Therapie und kriegst Antidepressivum. Bei einer schweren Depression bist du eigentlich lebensunfähig. Musst sofort in die Klinik, kriegst sofort Antidepressivum. Und bei mir war das so, die ersten 27, 28 Jahre pendelte das zwischen einer leichten und einer mittleren Depression, so dass ich mir ganz oft dachte, du bist halt so der melancholische Typ, so. Du denkst halt viel nach. Ich glaube, das denken viele, ne? Dass sie denken, also ich bin einfach schlecht drauf oder mich hat irgendwas traurig gemacht und das wirkt jetzt nach. Wann haben denn bei Ihnen angefangen, die Alarmglocken zu klingeln? Das war so 2 Jahre vor der Klinik. Klinik sind Sie erst vor relativ kurzer Zeit gekommen. Das ist jetzt ein gutes Jahr her. Ja. Ungefähr. Ja. Ja. Und können Sie sich erinnern, was der Auslöser war? Ich war lebensunfähig. Also wie gesagt, die ersten 27, 28 Jahre war es manchmal von der Stimmung her nicht so doll. Aber zum Schluss war ich nicht mehr lebensfähig. Also ich habe nur noch im Bett gelegen und ich bin morgens aufgestanden und dachte, hoffentlich wird es bald wieder dunkel und du kannst dich wieder hinlegen. Ne? Also ich konnte die profansten Dinge nicht machen. Also wenn ich wusste, ich muss jetzt duschen gehen, ich muss mir die Haare waschen, ich muss mir die Haare abtrocknen, ich muss mir dann noch die Zähne putzen, hat mich das überfordert. Sodass ich gesagt habe, also ich gehe jetzt nur duschen, ich wasche mir nicht die Haare und die Zähne putzen lasse ich auch weg. Also das waren Sachen, die haben mich komplett überfordert. Auch dass ich Stunden davor darüber nachgedacht habe, wann gehst du das jetzt an? Also für mich war das eine Monsteraufgabe, zu sagen, duschen, Haare waschen, abtrocknen, Zähne putzen, anziehen. Das wurde ja immer schlimmer mit den Jahren, diese Hemmung, was zu tun? Ja, ist keine, also eine Hemmung ist es nicht. Du denkst halt den ganzen Tag nach. Also du hast irgendein Problem, darauf denkst du 15 Stunden lang nach. Mann. Dann gehst du schlafen und du kommst nicht zum Ende. Also wenn du depressiv bist, lösen sich diese Probleme nicht. Du gehst mit diesem Problem schlafen, du stehst wieder auf. Dann ist das Problem wieder da und du denkst drauf rum. Und du denkst immer,
ich überlege jetzt noch kurz, ich denke da kurz drauf rum und dann ist es irgendwann vorbei. Und damit verbringst du den ganzen Tag.